Ein Ordnungs- und Organisationstipp. Mein Ordnungs- und Organisationstipp ist auf jeden Fall ein Planer. Also wer mich kennt, ich habe den Planer immer dabei und Planer sind einfach so gut. Man kann alles eintragen, man hat alles auf einen Blick. Ich trage da einfach alles ein, sowohl meine Hausaufgaben als auch meine Termine, als auch wann ich welches Video hochlade. Und es ist so einfach, so das alles zu organisieren, weil man einfach alles auf einen Blick hat und man nicht mehr suchen muss. Wie ihr seht, ist dieser Planer schon so ein bisschen abgenutzt, weil ich habe ihn einfach immer dabei und das ist das Beste sozusagen, was man haben kann, um sein Leben zu organisieren. Ein Ordnungstipp. Ich bin der unordentlichste Mensch auf der Welt. Räumen alles dahin, wo du es weggenommen hast. Ordnungstipp ist einfach, merkt euch, wo ihr die Sachen hingelegt habt, egal ob es in ordentlich ist oder nicht ordentlich, dann findet ihr sie irgendwann wieder. Da ich weder Ordnung noch Organisation besitze, habe ich auch keine Tipps, wenn ich ehrlich bin. Mein Organisationstipp ist das hier. Zwischendurch mal aufräumen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Mein Tipp ist, wo ich auch gerade dabei bin, das zu lesen, Nie wieder Chaos. Dieses Buch war auch mal ein Bestseller. So bekommen Sie Ihren Haushalt in den Griff. Ist eine amerikanische Schriftstellerin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder ich herausgelesen habe auch aus dem Buch, weil ein paar Sachen sind schon sehr amerikanisch, die sie da beschreibt. Zum Beispiel im Küchenabfluss der Häcksler für Naturrubbish. Zum Beispiel, das ist in Amerika so, bei uns gibt es das nicht und da finde ich auch gut so, ich mag sowas nicht. Ja, was eben das Besondere an diesem Buch ist, sie selber war mal die totale Chaotin. Das heißt, sie gibt nicht einfach nur Aufräumtipps und Organisationstipps, sondern wie schafft man es, das Ganze in den Alltag zu integrieren, wie schafft man es, aus dem Chaos rauszukommen, weil jemand, der immer ordentlich ist, der kann niemandem zeigen, wie er sein Chaos beseitigt. Und das na klar, der kann Tipps geben, aber diese richtige Beseitigung, man kann nur richtige Tipps, wie man aus dem Chaos rauskommt, jemand, der es geschafft hat. Und sie hat es eben geschafft und da sind nützliche Tipps dabei, da sind auch Tipps dabei, die ich nicht so interessant finde, die für mich nicht geeignet sind, aber muss ich halt dann das rausziehen, was man braucht und das ist mein Tipp, weil sonst braucht man mich nicht fragen. Ich habe nicht großartig Tipps, weil ich unordentlich bin halt. Ich bin unordentlich und ja. Aber das ist mein Tipp, das lese ich auch gerade. Ja, genau. Und zwar ist das so ein Tütenhalter von Ikea. Das kriegt ihr unter 1 Euro. Und da könnt ihr nicht nur Tüten reinmachen, sondern ich habe zum Beispiel auch Geschirrtücher drin. Oder ich habe ich habe immer das Problem gehabt, dass ich ganz viele Rollen Geschenkpapier habe. Und da dachte ich mir so, wo soll ich das nur hin? Und dann habe ich das einfach reingestellt. Also das kannst du einfach reinstellen, weil oben ist das offen. Und dann ja, hast du das dann gut verstaut. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Ihr könnt theoretisch auch Unterwäsche reinmachen, Socken oder. Dann ist ein guter Ordnungs- und Organisationstipp niemals dich, um Ordnungs- und Organisationstipps zu fragen. Genau. Das ist gut. Man kann auch nicht einfach das Buch lesen und dann ist man durch, sondern man liest es und man macht sich Gedanken drüber, man versucht vielleicht einige Sachen umzusetzen und ich lese halt immer so eine Doppelseite bis 2 Doppelseiten im Stück und danach gucke ich und mache mir Gedanken drüber und setze es um oder thematisch beschäftige ich mich einfach damit. Das ist ein Buch, damit muss man sich beschäftigen und nicht einfach nur lesen wie ein Roman. Wenn es um Zimmerorganisation geht, dann würde ich empfehlen, einfach ganz viele Schubladen und Boxen zu haben. Dann sieht es ordentlicher aus, man kann die noch schön beschriften und so weiter und so fort. Aber wenn es sozusagen um Lebensorganisation und Termine und so weiter geht, dann ist der Planer auf jeden Fall ein Must-Have. An alle Chaoten an euch da draußen, an alle Unordentlichen, vielleicht waren ja ein paar hilfreiche Tipps dabei. Und damit ihr euer Chaos ein bisschen besser in den Griff bekommt und ja, dann mal ran ans Aufräumen und ans Umsetzen der Tipps. Meine App-Empfehlung. Instagram geht im Notfall ja auch am PC. Aber die meisten Apps kennt jeder. Was sammelst du? Was sammel ich? Ich sammel Erfahrungen. Was sammel ich denn?